Hallo, mein Name ist Maximilian Wolf, und ich werde immer wieder gefragt, was so meine ersten Schritte waren, um Marktzugang zu bekommen, damit ich dann eine automatisierte Objektpipeline mir bauen kann. Und genau das zeige ich dir jetzt in meinem Video. Let's go! Als ich vor vielen Jahren mir überlegt habe, Immobilieninvestor und Projektentwickler zu werden, war ich an einem Punkt gestanden, wo ich gar nicht wusste, wo soll ich denn jetzt anpacken? Wie komme ich denn an die Objekte hin? Also habe ich eins gemacht. Ich habe mir überlegt, wo sind denn die Menschen, die wissen, wo andere Menschen sind, die was verkaufen? Und da ist natürlich die Berufsgruppe Makler prädestiniert dazu. Ich habe mir dann aber überlegt, wenn ich da jetzt einfach plump anrufe und sage, haben Sie etwas, oder schau und warte, bis die mal was haben, naja, dann ist das Jahr rum und ich habe immer noch keine Immobilie. Also, Tipp Nummer 1 von mir, und das ist der wichtigste und ich glaube der beste Einstieg, um hier in den Markt reinzukommen: Schau im Branchenbuch nach, schau im Internet nach, wer sind die Hauptmakler in deiner Stadt, wer ist hier einfach professionell unterwegs, wer bekommt die meisten Angebote, weil sie einfach einen super Job machen. Man muss wissen, in Deutschland gibt es keine Regularien für das Maklertum. Also deswegen Internet gucken, wer ist aktiv. Jetzt, wenn du die anrufst, dann werden die sagen, ach ja, Objekte sucht jeder. Wirst du mir mit Sicherheit zustimmen? Tipp, ganz gut aufpassen. Ruf sie auf bestehende Objekte an, die sie im Internet anbieten, und sag, du hast Interesse für dieses Objekt. Was wird jetzt passieren? Jetzt hören sie dir auf einmal zu und sagen, oh, ein möglicher Käufer, sehr gerne treffe ich mich mit ihnen. Du machst einen Termin aus, sei es, ob es ein Grundstück ist, ob es ein Mehrfamilienhaus ist, ob es eine Wohnung ist, wie auch immer. Du interessierst dich für die Wohnung, du kommst ins Gespräch mit dem Makler, er zeigt dir das, ihr tauscht euch aus. Und jetzt ist eins ganz wichtig. Jetzt musst du deinen Pitch hinlegen und du musst ihm erzählen, wer du bist, was du machst und was du suchst. Und auf einmal seid ihr beide connected und werdet zukünftig euch eng austauschen. Er weiß, du suchst was, und alle Makler haben Interesse, schnell ihre Immobilien am Mann zu bringen und nicht am Sonntag bei Regen mit vielen Interessenten, die überhaupt noch nicht die Finanzierung geklärt haben oder auch gar nicht können, übers Grundstück zu laufen oder die Wohnung zu besichtigen. Daher ganz wichtig, auf bestehende Objekte der Makler anrufen, sich dort treffen, funktioniert sensationell. Du wirst sehen, so schnellen Marktzugang kriegst du nirgendwo anders. Deswegen auch hier rot. Ich habe dann noch weitere Punkte aufgeführt und habe mir Gedanken gemacht, wo sind denn diese Menschen? Wir Menschen haben so Zeitabschnitte, in denen wir uns in unsere Lebensphasen bewegen. Und eine davon ist, wenn wir Kinder kriegen, also vorher heiraten, also nicht wir Kinder kriegen, sondern die Frauen, heiraten, Kinder kriegen, Häuschen bauen. Und wer betreut diese ganzen Menschen? Hebammen. Hier auch ganz, ganz guter Tipp, ziehen wir jedes Jahr ein, zwei raus. Telekom Bofrost Mitarbeiter. Telekom stellt das Telefon ab. Telekom weiß ganz genau, wo werden Telefonabschlüsse abgestellt. Warum? Weil sie verkauft werden, weil vielleicht eine ältere Dame, ein älterer Herr verstorben ist. Ganz guter Tipp. Was ich überhaupt nicht glauben konnte, Tierheime. Wahnsinnig viele Menschen vererben ihre Immobilie dem Tierheim. Sie haben keine Nachkommen, also tun sie Soziales. Tierheim hat aber kein Interesse, Wohnungsbestand oder Hausbestand aufzubauen. Was machen sie? Sie verkaufen. Wenn du jetzt hingehst und vorneweg schon mal nachfragst, dann sind die auch froh, dass sie gleich einen Käufer haben. SOS Kinderdörfer. Gleiche wie Tierheime. Viele ältere Herren, die keine Erben haben, spenden es an soziale Einrichtungen. Banken, klar, mit deinem Banker persönlich mal sprechen, ist aber eher schwierig. Das wird dann irgendwann über die Dauer kommen, dass er merkt, naja, der ist sehr professionell geworden, dann bieten wir es ihm auch an. Versicherungen, dein Versicherungsvertreter, einfach auch mal sagen, was du tust. Der hört auch sehr viel, der ist auch ganz, ganz viel in Haushalten unterwegs und hat ein Ohr an der Zeit. Entrümpler, sehr, sehr guter Tipp von mir. Auch hier, diese Berufsgruppe weiß, wo Menschen verstorben sind, welche Häuser werden abgerissen, was ist zum Verkauf. Abrissunternehmer, habe ich auch schon sehr, sehr viele Objekte darüber generiert.
weil der Abrissunternehmer für uns den Abriss macht. Also sagt er, pass auf, er liefert uns auch die Objekte, dann ist das für beide eine Win-Win-Situation. Immer gucken, wie kannst du anderen auch Gutes tun mit deinem Business und somit connectet ihr euch. Ja, und zum Schluss muss man selber wissen, aber es funktioniert. Wo Menschen versterben, sind halt leider auch immer oft Immobilien, die dann nicht mehr gebraucht werden und verwertet werden. Ich wollte dir hier mal so einen kleinen Eindruck geben. Fang mit Makler an. Funktioniert am besten, kriegst du ganz, ganz schnell deinen Marktzugang. Und ich hoffe, ich habe dir damit geholfen und viel Erfolg bei deiner Objektsuche.